Hallo und herzlich willkommen zur Sonntagsfolge von The Infected. Ja, ihr habt's gesehen, die letzten Folgen waren etwas kürzer. Diesmal ist eine längere, weil es ist die Sonntagsfolge. Ja, als ob das ein guter Grund wäre. So, was ich gerne tun möchte, das erweitern. Das möchte ich noch gerne unsere Testbahn auch noch ein wenig erweitern. Das können wir da gleich vielleicht, ja, stellen wir da mal eine Bahn weiter auf. Weil ich bin echt interessiert, ob das so bleibt, ob die uns da weiter, ja, den Boden unter dem Allerwertesten wegziehen. Oder ob die das so akzeptieren, dass da was ist. Früher griffen sie immer an. Und jetzt? So. Machen wir da mal. Das ist ja schnell geschehen hier. So, dann machen wir den hier. Na ja, okay. Über rauf. Okay. Moment. Vielleicht von hier? So, jetzt ist voll. Super. Na, ein paar Brettchen, Stämme und so weiter haben wir ja da, Gott sei Dank. Die werden wir da gleich verwenden, damit wir das möglichst zügig hier die Platten fertig kriegen, damit unser Test fortgesetzt werden kann. So, dann haben wir da noch, yeah, und da noch, bam. So, da setzen wir noch zwei ein. Super, ein bisschen davon ist noch da. Den Wagen lassen wir einfach da stehen vorerst noch. Oh, da hinten geht einer. Hallo. Super. Ist das leichter geworden? Oder gewohnter? So, dann haben wir hier mal die Tierbox. Oh, guck an. So, dann würde ich aber sagen, das kommt da weg. Da haben wir auch noch ein bisschen was. So. Dafür nehmen wir uns das ins Inventar. Und da füllen wir uns... Okay, mehr anfüllen geht gar nicht. So. Auf geht's. Biotreibstoff. So, weil wir wollen gerne heute ein bisschen Alu holen. Alu holen. So. Das geht nicht mehr, oder? Nein! Schade. So schön wäre es gewesen. So. Haben wir heute noch einen kleinen Alu-Ausflug. So, brauchen wir noch irgendwas? Fleisch könnte man mitnehmen, eines. Haben wir noch fünf. So, na, dann packen wir mal die Sachen zusammen, die wir für einen weiteren Extraktor brauchen. Da fangen wir mal mit 18 an. 15, 15. Sind 17, okay. Einer mit. Dann haben wir noch Nägel, eine ganze Menge. Und dann Brettchen. So, die können wir da rein. So. Und Brettchen, eine ganze Menge. Brettchen, Brettchen. 8 Stück, glaube ich. Yeah. So, dann haben wir da 8 Brettchen noch. Was ist, wenn wir... das machen wir. Ja. So, Nägel haben wir ja genug. So, dann holen wir nochmal 18 Waren. Ich hoffe, wir haben so viele Waren. Das wäre ja witzig. So. Wir haben 18 Waren. Ich würde mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 3, 18, yeah. So, dann können wir zwei Extraktoren aufstellen. Wie schön. So, dann legen wir da einen rein. Da haben wir schon genug drin, yeah, damit wir nicht zu viel im Inventar haben. Würde ich auch planen, platzierbar Lager, Steineboxen, hier 1, 2,
Da brauchen wir mal Nägel 20. Und dann noch 16 Brettchen. Und der Rest Nägel gehen wir da. Oh, da hinten ist ein Dicker. Den holen wir uns, komm, den holen wir uns. Au! Stirb! Stirb! Der hält schon viel aus. Nein! Nein! Oh, gespickt mit lauter tollen Sachen. Oh, 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 oh. 9 Schrauben? Das war's? Ich bin schockiert. So. Ah, dann einmal da draufkleben. So, ich glaube, das war das mit dem Update. Ach, übrigens, falls jetzt ein Update kommt, ich komme gerade nicht dazu, dass ich das... Ach, egal. Werden wir nächste Woche machen, falls jetzt ein Update da war. So. Einer zu viel. Einer zu viel. Ja, wir brauchen sowieso eine zweite Box. So, 7 noch. So. So, die Box hierher. Die Box hier hinten hin. Und auf geht's. So, super. Im Herbst nochmal schnell das Alu holen. Und wir haben ausreichende Sachen für 2 Extraktoren. Da stellt sich natürlich jetzt die Frage für mich. Ein Alu, ein Kobalt. Ich glaube, das wäre gut. Bei Kupfer können wir dann später auch noch machen. Aber ein Alu, ein Kobalt. Ich glaube, das ist gut. So, ja, schau mal. Stimmt die Richtung? Absolut korrekt. Absolut richtig. Yeah. Ah, schön. Ja, also ich bin der Meinung, der Loot wurde genervt. Aber es ist auch besser. Ist auch besser so. Mhm. War die Richtung die? Oder die? So, da könnten wir schnell einen Huhn erschießen. Fühle ich aber gerade gar nicht. Noch ein Kürbis. Ne, lass mal links liegen. Wir haben ja echt viel vor heute. Einmal Alu, einmal Kobalt. Das heißt, wir müssen bei beiden Minen vorbei. Was für ein Sonntagserfolg. Mhm. Erfolg am Sonntag. So, aber wo warst du? Ich freue mich darüber, dass wir dann einen weiteren Extraktor beim Alu haben und einen weiter beim Kobalt und irgendwann haben wir dann natürlich auch die Ölpumpe. Pumpe. Und dann geht's aber los. So, apropos stimmt das ungefähr... Einen kleinen Schluck. Noch nicht essen. So. Sehr schön. Gurke. Ja, Gurke brauchen wir auf jeden Fall mit. Und irgendwann werden wir beim Alu natürlich auch das Häuschen bauen. So ein kleines Sommerhäuschen oder ein Winterhäuschen, je nachdem. Es hängt wohl von der Jahreszeit ab. Jo. Super, fast da. So, einen, wie gesagt, beim Alu und einen beim Kobalt. Ich glaube, beim Kobalt steht sowieso nur einer im Moment. Da brauchen wir aber auch nicht wirklich viel mehr. So, ich möchte nur dann, wenn wir beginnen, und ich schätze mal, das wird das Frühjahr des nächsten Ingame-Jahres sein. Wenn wir dann beginnen. Ja, mit Strom, dann brauchen wir halt die Ressourcen. Mhm. So, Richtung? Super.
Das Huhn, das Huhn. So, leider können wir jetzt kein Tierchen mitnehmen, wenn wir ins Jagen. Weil wir ja die Steineboxen mit haben. Ah. Aber entweder oder. Da vorne glänzt schon was. Es ist der Ofen. Er glänzt. Super. So, einmal Alu platzieren, sonstiges Mineral Extractor. Super. So, dann noch 8 Brettchen. Und Nägel. Wo haben wir Nägel? Hier haben wir Nägel. Yeah. So, einen weg, 4 rein, Strom an. So, dann haben wir hier alles raus, einen weg, 4 rein, Strom an. Dann mal die Steinchen reinchen. Sehr schön. So, er hier, alles raus. Einer weg, 4 rein. Yeah. Und auch hier, es bleibt natürlich dann umso weniger. Umso weniger an Ressourcen, also an Biotreibstoff für die Kobaltextraktoren. Macht aber nichts. Macht aber gar nichts. So. Da kommt bei das alles rein. So, das legen wir einfach so. So, und die kommen da. Moment. Hier. Upsi. Und den da noch. Die Höhle sieht anders aus. So, werden wir uns ein anderes Mal im Detail ansehen? Heute nicht. So. Ja, für Kobalt haben wir dann zu wenig Biomüll. Macht aber nichts. So, was haben wir da? Sauberes Wasser. Ja, ist sauber. Trinken. Bam. Hä? Gefällt mir. Okay. So, dann hier mal essen. Da. Passt das alles so? Was kostet eigentlich ein Trockengitter? Eisenbahnen haben wir keinen übrig. Macht nichts. So, na dann. Auf zum nächsten, zum Kobalt. Ach, Gorge. Ja, Gorge muss sein. Gorge muss sein. So, Ernte. Ah, schön. Ich freue mich schon, wenn wir da mit dem Wagen entlang düsen. Geht's hier weiter? Nö. Aber hier. Schaf. Vielleicht doch mit dem Speer jagen. Ach komm, wir müssen weiter. Ich kann nicht. Nein. Wir müssen weiter. Es hilft nichts. Wird auch das Wetter jetzt schlechter? Ja, da verhöhnt es uns. So, und weiter geht's in Richtung Kobalt. Yeah.
Da geht doch was. Ist ein Wolf. Ist doch ein Wolf. Da hinten ist auch noch was. Noch ein Wolf, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Wein. Den kann man nicht mitnehmen, verdammt. Jetzt habe ich mich so schön auf die Wolfsjagd eingestellt. Tja, da hätte man den Wolf nicht mitnehmen können. Ja, ja, aus dem überschüssigen Eisen schnell noch eine Schlachterbank. Ja, nein, 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 nein. Dann machen wir lieber einen Koboldextraktor. Ja, wie gesagt, Biotreibstoff haben wir ein bisschen zu wenig für vollfüllende Koboldextraktoren, aber da war mir Alu einfach zu wichtig, dass die so richtig voll sind. Wie weit haben wir? Die Hälfte haben wir. Super. Warum tust du das? Ich kann es nicht sagen. Die Richtung? Ja. So, Stöckchen haben wir zwar keine dabei. Oh doch. Und noch dazu könnten wir uns wunderbar jetzt hier zum Beispiel Stöckchen machen. So, wenn wir eines droppen. Haben wir echt genug Stöckchen. Wunderbar. Bam. So. Finde ich gut. Warum auch nicht? Einfach mal eine Kürbislaterne. So, und ich glaube, da hinten hinter dem Hügel ist bereits die Mine. Ja, haben wir vor dem Winter aber echt viel noch geschafft. Ich sehe ein Waschbär. Jetzt hätte ich fast Dachs gesagt. Waschbär, Waschbär, what you gonna do? So, also ich glaube wirklich. Ja, wir sind schon hier. Es müsste da herumkeuchen. Noch ein Schaf. Das ist doch eine Ziege. Ja, aber wir können eh nichts anfangen damit im Moment. Wir lassen es. So. Hierher kommt der zweite Extraktor. Sonstiges Extractor. Gute Extraktor. So. Ja, ja. Wir brauchen Nägel, wir brauchen die da. Super. Jetzt von da hinten noch. Yeah. So, das können wir im Inventar lassen, weil egal. So, da haben wir das drin. Yeah. So, da kurz mal reinschauen. Also, wir haben hier drei. Die werfen wir da rein. Ja? Alles nehmen. So, und dann haben wir hier drei. Und die werfen wir da rein. Und turn on. Ja, läuft. Läuft. Super. Finde ich gut. So, und auf geht's. Back to home. Vorbei an der Ziege. Die hat uns das gar nicht übel genommen, dass wir sie überlaufen haben. So, die Mörsermelone. Oh, schade. Fast. So, und ihr hier. Bam. Ah, oh, wie schön. Ich freue mich so. Drei Alu und zwei Kobalt-Extraktoren. Ja, das ist gut. Da werden wir eine riesen Base machen und natürlich auch einen Stahlturm und so weiter. Also alles, was man so erwartet. Ja. Und alles, was gebaut wird, bauen wir natürlich gemeinsam. Ihr mit mir. Ich mit euch.
So, und schauen wir mal, vielleicht komme ich demnächst, jetzt bald sollte es bei mir bei meinem Brotberuf wieder etwas besser werden. Ja, vielleicht ab nächster bzw. übernächster Woche, dass ich dann wieder ein bisschen so einmal die Woche vielleicht zum Vorbereiten von Ressourcen komme. Ansonsten machen wir das gemeinsam, Holz fällen und Ressourcen holen und so. Aber zumindest ein wenig könnte man zwischendurch noch. So, ja, und die ganzen neuen erworbenen Technologien müssen wir natürlich auch irgendwann mal einsetzen. So, wir sind fast da, fast da. Laufen wir querfeld ein oder holen wir uns noch Kupfer? Ich würde sagen, wir holen uns noch Kupfer. Warum auch nicht? Also, wir sind da. Der Wagen ist da. Und heute haben wir sowieso den Ressourcensonntag. Yeah. Schauen wir mal. Nein, Technik vergesse ich nicht. Das wird auch bald. Ja, und hier der Plan natürlich. Da werden wir weitermachen. Da bin ich schon so gespannt, weil wie will der Dicke darauf kommen? Jetzt ernsthaft. Oder der Lange. Sorry. Oh, nochmal Quark. Okay. Wahnsinn, oder? Ressourcen. So, gleich sind wir beim Kopfer. Also gleich da vorne müsste die Abzweigung gleich kommen. Aber wann kommt die? Ja, jetzt wirklich bald. Sehr bald. Ja, Kartoffel auch immer wieder gerne. Gerne. So, da ist die Abzweigung. Wir schneiden davon ein wenig ab und vorne in die Höhle rein. Da könnte man noch eine Melone greifen, aber brauchen wir ja im Moment nicht. Brauchen wir nicht. So. Sehr schön. Treibstoff haben wir natürlich nicht, aber ist drei Viertel voll, so wie beim Kobalt im Moment alles. Also alles ist. So. Sah kurz wie ein Kroko aus. Ja, Kroko, wir brauchen natürlich wieder ein Deko-Krokodil. Aber das werden wir später noch holen. Oh, die Ziege, die hätten wir auch mitnehmen sollen. Und die Steinebox uns da entstehen lassen. Das wäre natürlich eine Lösung gewesen. Eine gute sogar. So, Ausdauer ist voll jetzt. Ach, wie schön. Ja, wir könnten natürlich jetzt schon Dinge aufbauen. Aber da bin ich mit der Kreissäge alleine schon einmal sehr zufrieden. So, das bringen wir gleich nach oben. Aber zuerst leeren wir unsere Taschen da oben aus. So, da bin ich dann auch gespannt, wie viel da noch drinnen ist an Öl, Benzin, Biotreibstoff. So, da mal alles raus, das mal rein, das mal rein, das mal rein. So soll es sein. Die Stöckchen werfen auch rein. So, burn. Sehr gut. Nö, dann hier. Da unten waren noch ein paar Fragments. So, da haben wir die und die. Da ist der Lame. Ich pack das da rein so. So.
super. So, dann holen wir uns den Rest aus dem Wagen. Rest aus dem Wagen. Sehr schön, geht sich auch super aus mit dem Gewicht. Dann ist der Wagen nämlich wieder leer. Das freut mich sehr. So, wo war Rest? Kohle? Kohle? Yeah. So, raus. Kohle rein. Das wäre nicht notwendig gewesen, aber... Ja, wir brauchen sowieso drin. So, und wir haben ja im Moment haben wir ja noch genug Kohle, meine ich. So, Moment, dann machen wir gleich noch einmal Stahl. So, Stahl. Und ja, hier. Yeah. So, Fragments da rein. Und da oben kommt das dazu. Oh, schön. Dann würde ich auch gleich sagen, oh, die Steineboxen, genau. Die müssen natürlich noch raus. Und da hinten ist auch noch eine. So. Alles da rein. Ja, so eine Stein-Shredder-Maschine brauchen wir natürlich auch echt, echt bald. Würde uns viel, viel, viel an Arbeit abnehmen. Und die da. Können wir da rein. Yeah. Ja, da forscht jetzt wieder. So, na dann. Raus damit. Und rein damit. Aha. Okay, ist gleich fertig. Da, da, super, super. Bam. Jawohl. So, da packen wir die restlichen rein. Wir haben jetzt hier ein wenig Alu. Yeah. Dann haben wir ein wenig Kobalt. Hier. Yeah. Ja, Kupfer. Natürlich. So, was kostet ein Windding? Strom, ein Windding, 10 Alubahn, 5 Blei, 4 Kobalt. Ja, bald könnten wir das aber echt machen. Bin schon gespannt, bin schon gespannt. So, dann lass uns noch ein wenig fischen gehen. Das kommt wieder in die Garage. So, haben wir im Inventar Platz? Ja, an beiden Stellen. Auf mit dem Stahlspeer in den Teich. Yippie. So, na dann. Holen wir uns ein bisschen Fischi Fischi. Ja, Fische, Fische. Der ist schon schnell. Aber wir sind schneller. Noch. So, dann haben wir jetzt schön viele Fische, Fische. Die werden wir jetzt gemeinsam ausnehmen. Wie Mike immer da herumliegt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 Fische. So, Thunfisch, hier, da, er, bam. So, nö, Heilmittel. So, Heilmittel, Heilmittel, Zubehör. Alles schön da rein. So soll es sein. So, super. Dann noch die hier. Die legen wir auch gleich dazu. So, so, so. So,
Ich würde sagen, wir verwandeln das gleich mal in Biosprit. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht. Ich hoffe. Wahrscheinlich genau um einen nicht. Doch, genau, exakt. Yeah. So, na dann. Tragen wir das nach unten. Aha. So kommt man also nicht rein. Interessant. Okay. So, Tierbox. So, das packen wir da rein, aber da finden wir es nie wieder. Eine junge Dame, die holen wir uns. So, junge Dame. Kommen Sie, schauen Sie, schauen Sie. Sterben Sie. Was für ein Glück. Wembys. Sag mal. Oh, ich war so konzentriert auf die anderen. So. 1100 Wurscht was Meter. Wow. Meine Pfeile. Ja, der hält sich schön aufgehoben für uns. Super. So, mit Glück kriegen wir einen Frosch auch noch. So, da frage ich mich natürlich, was hatte er für Loot, der Dicke? Naja, war jetzt nicht so der Burner. In die Richtung 1000 Meter, na, nicht wirklich. Gibt's da Fische, hä? Yuppie! Fisch? Fisch. Das war ein dicker Thunfisch. So. So, ich glaube, das war's dann aber auch, weil wir wollen nicht überbordend fischen. Doch. Wir brauchen noch viel mehr Fisch. So. So, naja, wenn wir schön da Hand haben hier. So, Platz haben wir eh nicht mehr so viel. Wobei, wir könnten es gleich mal so machen und dann springen wir noch in den kleinen Teich da. Und dann ist es aber gut, denke ich mal. Oder? Ja. So viel besser seit dem Patch ist das mit den Dicken, finde ich. Warum auch immer, ich habe an den Werten nichts geändert. Nö, es ist genau so, wie es original vom Spiel her vorgeschlagen, vom Entwickler her vorgeschlagen ist. Nö, geändert nichts. So. Bis rumliegt, brauchen wir es ja nicht rum. So, super. Na dann nein, da sind wir dabei. So. Fast voll die Kiste. Und schon ist es weg, das Fleisch. So, wo waren die Kartoffel? Kartoffel? Da waren Kartoffel. So, wir verlegen, wir zerlegen die restlichen Fische. So, auf zum Fisch.
müssen ja schauen, dass wir rechtzeitig Biomüll sammeln. Wir könnten auch noch aufhängen, aber ist genug oben. Also ich bin zufrieden mit unseren Vorräten an Trockenfisch. So. Meine Lieben. Ach, ich freue mich. Ich habe so richtig das Gefühl. Ich weiß. Ja, du könntest jetzt schon mehr mit Technik machen. Ja, könnte ich. Ich bin so richtig zufrieden, was hier abgeht im Moment. Finde ich gut. So. Moment. Schlimm auch auf. Da ist er ja. Nö, machen wir den hier. So. So, Samen rein. So, Stückchen ist da. Dann schauen wir mal, was sich hier ergibt. Yeah. Super. Und ich glaube, schön langsam wird es auch so weit, dass wir neue Zäune bauen können. Dann können wir die Base erweitern. Auch das würde mich freuen. Sehr sogar. Und ihr noch. Ach so, ich schon. Na gut. So, das kommt da rein. Wir haben ein bisschen Alu. Das ist Stahl hier. Wir haben ein bisschen Alu. Ich komme. Hallo? Hi. Der hatte gar nichts bei sich. Sag mal, wie zusammengerissen ist das schon? Naja, hält noch etwas mehr als die Hälfte aus. Da sicherheitshalber nochmal schauen. Passt. Yeah. So, na dann. So, Blei. Boah, haben wir auch schon ein bisschen. Ein bisschen Blei ist schon da. Yeah. Oh, das ist auch gleich fertig. So, meine Lieben, aber wir müssen schön langsam ans Ende der Folge denken. Ja, voller Schrecken. So, super. Ja dann, vielen Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.